Wer bist du wirklich? Nimm dir einen Moment, setz dich hin, leg dich hin, schließ die Augen. Geh nach innen. Wer bist du wirklich? Bist du deine Gedanken, Sorgen? Bist du dein Körper? Bist du deine vielleicht manchmal negativen Gefühle, Ängste, Wut? Wer bist du wirklich? Geh nach innen, geh mal ganz nach innen in dein Herz. Wenn du überlegst, was dein Herz ist, geh mal wie in deinen innersten Raum, in deinem Feld. Und spüre diesen Bereich, der voller Friede, Gelassenheit, Ruhe, Liebe ist. Spür diesen innersten Teil, der völlig unbeeinflusst, unbeeindruckt ist von allem, was du je in deinem Leben erlebt hast. Und auch von allem vielleicht, was du jemals erleben wirst. Der sich höchstens freut darüber. Es genießt diese verrückte Achterbahnfahrt hier auf der Erde. Aber keinen Schaden nimmt. Was ist deine wahre Essenz? Bist du wirklich nur Mensch? Oder bist du wie ein göttlicher Funken, ein Energiefunken, eine Seele, die eine verrückte Reise macht, warum auch immer? Ist es nicht an der Zeit, mehr aus diesem Raum zu leben? Kann ich dich einladen, all deine Mauern endlich mal hinter dir zu lassen, runterzureißen, abzureißen? Gelassenheit. All die Schutzmauern, Schutzmechanismen, sind sie wirklich noch so nötig in diesen neuen Zeiten? In dieser sich so rasant verändernden Welt? Ist es nicht eine gute Zeit, wieder mehr ins Herz zu kommen, an die Liebe zu glauben? Vielleicht erstmal die Liebe, die du in dir spürst, zu dir spürst, an dir spürst, die auch nichts anderes ist als die Liebe zwischen Menschen. Ist es nicht an der Zeit, sich einfach mal zu sagen, ich möchte all diese alten Programmierungen
negativen Einstellungen, Glaubenssätze einfach mal hinter mir lassen. So gut es geht, in meinem Tempo. Du kannst jetzt diesen Impuls dafür setzen. Was immer der erste Schritt ist. Wenn du willst. Diese Intention in dich reingeben. Ist es nicht an der Zeit, sich wieder zu erlauben, zu leuchten? Heller, als du jemals geleuchtet hast? Frag nochmal in dich rein, wer bin ich wirklich? Vielleicht viel mehr, viel größer, als ich jemals gedacht habe. Kräftiger, friedvoller. Versöhnlicher, aber auch einen ganz klaren Weg gehend. Was macht dich wirklich aus? Gelassenheit.